Das ist in Bayern. Jetzt bin ich wieder bei der Eisenbahn. Der Johannes hat mich zur Eisenbahn gebracht. Der wird schauen, wenn er mich sieht. Der meint ja, dass ich in Amerika bin, weil ich doch vom Örtli, wie der gestorben ist, den Kontrakt geerbt habe und mit dem Schiff auf Amerika wollte. Morgen. Wieder, komm her. Ihr seid also die Neuen. Einige kennt mich ja schon von früher. Die anderen werden mich noch kennenlernen. Also, die ist so. In Bremerhaven haben die Gendarmen geglaubt, dass ich den Örtli umgebracht habe und haben mich ins Loch gesperrt. So bin ich halt nicht auf Amerika gekommen. Ich hätte ja gar nicht auf Amerika wollen, aber der Grillebauer, wo ich Knecht war bei uns daheim, der ist auf Amerika ausgewandert. Ich wollte mir bei der Eisenbahn das Geld verdienen, weil ich dem Grille seine Tochter, die Anna, wiedersehen wollte. Franz Zauber, Ditsch Rüdi, Goldfeit, Scheible Gustav. Wer bist du? Kolbfeit. Kolbfeit. Ja, kann mich noch ganz genau erinnern, wo der Kolbfeit auf Amerika gefahren ist. Ja, also bist du nicht der Kolbfeit, wer bist du nachher? Ich bin der Kolbfeit. Na, ja, bist du es doch, ha? Ja. Und was ist mit Amerika? Nix. Nix. Ja. Die Grillis haben es auf Amerika nicht gepackt, weil der Bauer gestorben ist. Wie sie mich aus dem Loch rauslassen haben, da habe ich die Anna gefunden. Im tiefsten Elend. Heiraten hat sie müssen, damit die Familie ein Dach über dem Kopf hat. Da ist mir schlecht gegangen. Dann bin ich heim, aber da ist der Vater gestorben und die Armut war noch größer. Wie mir einen Eisenbahnwagen ausrauben wollten, haben sie den Max erschossen. Dann bin ich zur Lene, seiner Frau, und bin bei ihr geblieben. Die Lene habe ich recht lieb. Und deswegen will ich nicht mehr auf Amerika. Und jetzt müsst ihr dem Herrn Oberingenieur einen Eid schwören. Ich schwöre und gelobe, dass ich seiner Majestät, dem König von Preußen, und als seinem Vertreter, dem hochwohlgeborenen Herrn Landrat Schiefelbusch, getreu und gehorsam, hold und gewärtig sein werde. Ich werde keine Unruhe, Tumulte oder Aufstand, weder in Schrift, Rede, Wort oder Lied wieder hochgedachtem Landrat anzetteln, und jede mir zu Wissen kommende Untat unverzüglich vermelden. So wahr mir Gott helfe. Hat's das verstanden? Ja. Also dann sagt's. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ein Riesentum. Den Brocken werden wir sprengen müssen. Los, ab jetzt. Verfluchte Eng! Das hätten sie ein Brawler bauen können. Der Zug braucht halt nicht viel Platz. Los mit Schwung, sonst kommen wir am Berg nicht auf. Jetzt schiebt's heute! Los, Niki! Wenn es keine Marken gibt, wie werden dann der Akkord bezahlt? Es wird alles berechnet, wenn es vermessen ist. Und wann wird vermessen? Das weiß ich nicht. Davon haben sie noch nichts gesagt. Nachher kriegen wir jetzt gar nichts. Ein Abschlagholz, 12 Silbergroschen. Und für einen Akkord? Kommt drauf an. Wie viel? Das weiß ich. Wie er halt hingelangt. Ja, dafür Silbergroschen wird es schon geben. Habt ihr's gehört, Leid? Es waren dann 16 Silbergroschen am Tag. Ja, Herrschaftszeiten, wo steht's denn da, Mann? Los, weiter! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Was ist denn das? Das kenn ich keiner, fahr zu! Los, weiter! Ja.
Du, komm mal her. Sag denen, dass er jetzt später kommt. Los, danke. So, das war ich. Komm, fass mit an. Gehst du am Sonntag wieder zu deiner Frau? Hier, der zum Teufel gejagt. Die hat von der Fabrik drei Kind gekriegt. Lieber keine als so eine. Nicht trinken, du wärst krank davor. Wieso denn? Kann ich nimmst du auch für die Suppe. Aber die kocht's. Recht hat er. Das Wasser ist doch vom Fluss. Ich sag schon immer, dass da ein Brunner her muss. Aber das ist denen her zu dir. Los, wegkommen! Wir können doch vom Wasser nicht stehen, doch scheißegal. Zeig mal. Maul auf. Gib mir einen Schnaps. Wo tut's denn weh? Ja? Dass mir gut geht. Und ob's dir auch gut geht. Und der Kleinen. Ja, dass ich im Herbst heimkomme zu ihrer, mit einem Sackel voll Geld. Gut so. Und der Nickel. Halt, langsam, das geht nicht so schnell. Klein. Und dass ich im Herbst. Herbst heimkomme. Ja. Zu ihr. Zu ja. Heimkommen ist gut. Ja, heimkommen mit dem Sack voll Jagd. Komm her. Mensch, Geiger, schmeiß den Glitter hier raus. Voll. Warum stört er dich? Er stinkt. Und Flöhe der hat er auch. Hast selber Flöhe. Schickt sie recht gut bei der Arbeit. Komm. Schickt raus. Nein, komm schon. Bei der Arbeit. Und er lasst seine Mutter und den Franz Aschi grüßen. Schöne Grüße auch an seine Mutter. Ich kann nicht mehr. Ach, ich glaube, dass es der Segen ist, dass ihr Arbeit bei der Eisenbahn habt. Gute Nacht. Mehr. Ich schau mich hin. Ja, ja. Schade Arbeit. Der Eisenbahn. Weil es jetzt keinen Hunger mehr gibt. Sag mal, liest ihr das selbst? Na, der Pfarrer halt. Der Pfarrer? Ja, sag mal, sollen wir da nicht was ordentlich Katholisches reinschreiben? Was? Ja, was weiß ich, dass du ein christliches Leben führst und dass du die 10 Gebote hältst. So was hören die Pastörchen immer gerne. Weißt du, dann hat sie doch auch einfacher, weil sie so alleine ist. Oh ja, dann schreib halt sowas rein. Ich führe ein christliches Leben und ich achte die 10 Gebote. Sag mal, ja. Bringst du mir das auch bei? Was? Das Lesen und das Schreiben? Ja, warum nicht? Aber das dauert seine Zeit. Ein bisschen was kann ich schon. Was denn? Kolbfeit und Eisenbahn? Und Amerika. Los mit Schwung, sonst kommen wir am Berg nicht auf. Jetzt schiebt's heute. Los, Niki. Ja, gleich. Nee. Zeit, geh mal mit. Was willst du? Mitkommen sollst, da Wasser holen drunten am Fluss. Ich hab jetzt Brotzeit. Hörst doch die Glocken. Brotzeit hast, wenn's ich dir sag. Dein Schachtmeister. Merkst dir. Und jetzt komm. Du könntest auch ein besseres Leben haben da. Du müsst halt ein bisschen tun, was ich dir sag. Ich tue meine Arbeit und aus. Und sei doch nicht so. Ist doch nichts Schlimmes, was ich von dir will. Was willst du? Nichts Besonderes. Jetzt sag schon.
Na ja, was halt so gerecht wird bei euch. Warum willst du nicht wissen? Bloß so halt. Es ist immer gut, wenn man was weiß. Und es soll dein Schaden nicht sein. Ist auch nichts Böses. Ich tue meine Arbeit und aus. Das ist aus dem Flussholz und kein Brunnenkram. Angst haben sie halt, dass sie krank werden von der Drecksbrühe. Nein. Ja. Oh. Oh. Kommst nicht mit mir auf Amerika. Ich gehe im Herbst. Nach Chicago. Chicago? Nach Inba. Mensch, Veit. Das wäre was. Wir wären ja gut gespannt. Wir täten es packen. Hey, das wäre doch was. Wir in Chicago. Ich nimmer. Na, was ist? Seid's fertig. Kommt's raus. Wegen deinem Weib. Weiber gibt's da drüben auch. Hier hat mich nix mehr. 5 Jahre arbeite ich jetzt bei der Eisenbahn. Was hab ich? Nix. Gerade das zum Fressen und zum Saufen gelangt. Nicht einmal für eine Frau gelangt's. Gerade einmal für eine Uhr. Ob du ein Arbeiter bist oder ein Schachtmeister, der Depp bist immer. Na, ich halt da nichts mehr. Ich gehe auf Amerika. Ja, dann nicht verändert. Aber ich hab's euch doch gesagt. Niemand will euch betrügen. Das ist doch bloß ein Abschlag jetzt. Was ist hier los? Was hast du? Ich will mein Geld. Wir wollen das Geld, das uns versprochen wurde. 12 Silberjoschen am Tag als Abschlag. Davon abgezogen 2 Silberjoschen für die Logie und 5 für die Kost. Jetzt hört's doch auf, ihr kriegt schon euer Geld. Und wann? Ja, wann? Wann? Verspreche durch viel. Bei der Endabrechnung. So viel, wie ihr gearbeitet habt, so viel Geld kriegt ihr auch. Du gibst uns bloß 10 Silbergroschen. Und 6 Silbergroschen ziehst uns für die Kost wieder ab. Nicht 5. Das ist doch bloß ein Abschlag jetzt. Da kriegt's halt nachher bei der Endabrechnung mehr raus. Das macht doch nix. Das ist wie eine Sparkasse. Verloren geht euch doch nix. Und was ist mit der Kost? Ah, dafür kann ich nix. Da ist der liebe Gott schuld. Wegen der Missernten. Es wird einmal alles teurer. Da geht's nur ins Dorf und fragt's die Bauern. Das Brot ist teurer geworden, Kartoffeln sind teurer geworden und das Korn, wegen der Missernten. Logis ist aber gleich geblieben. Da könnt ihr doch sehen, dass die Eisenbahn euch nicht betrügen will. Also geht's her und unterschreibt's, was ihr als Abschlag gekriegt habt. Ihr habt es gehört. Also führt euch ruhig und ordentlich auf und nehmt euer Geld. Scheible, Gustav. Scheible, Gustav, hier. Unterschreib hier. Noch ein Plan. Kolbfeit. Was kriegt man? Für 14 Tage Abschlag macht 140 Silbergroschen. Abzüglich 28 für Logis, 84 für Kost, 7 Schachtmeistergeld, 2 Krankenkassengeld und 7 fürs Werkzeug. Macht zusammen 128 Silbergroschen, bleibt den Rest von 12 Silbergroschen. In deiner Haut möchte ich nicht stecken, Johannes. Wenn du uns halt auch gelungen hast. Nur mach's ein bisschen schneller. Soll ich noch was schreiben? Mhm. Naja, der Dehut geht. Ja, schreib's halt, dass ich gesund bin. Und die Kopf sollte halt weiterhin hierher schicken. Sie kriegen sonst den ganzen Tag. Na, Alfons. Wie wär's? Ich weiß nicht. Ach komm, gib auch etwas. Da. Ja, nimm es. Also, ja, ich probier's. Bleib ruhig sitzen. Was ist denn mit uns zwei? Da, mein Freund, mit deiner Freundin. Wir zwei. Ja, dann komm ich gleich wieder. Alfons, komm, wir gangen. Ja. Es klappt. Ja.
Magst du das auch mal probieren, hä? Kathi, kümmere dich doch mal um unseren Leon. Um einen Niki. Hä? Na, weil du gut bist. Soll ich noch was schreiben? Ja. Der ja, schreib halt. Geh noch. Die war draußen auf dich. Geh zu, die tut ja schon nix. Aber das macht. Ich mag nicht. Ich hab schon, was ich brauch. Ja, nix hast. Wart's wieder bis im Winter, bis du was kriegst, ha? Ein Geizkragen bist. Ein Schisser. Frisst nix, saufst nix, backst nix. Was machst du mit deinem Geld, ha? Was der Weib das jetzt versorgen musst, ha? Die sagt dir schon, was machen musst. Oder sparst doch auf Amerika. So einer wie du kommt nie auf Amerika. Wenn einer hinkommt, dann ich. Ich friss, was ich mag. Und ich packe ein Weib, was ich mag. Und auf Amerika. Da geh ich grad. Kathi? Willst du es nicht doch einmal probieren, ha? Lass das liegen! Heb's auf! Heb's auf! Aufheben sollst es. Das gehört dir. Bist schon Hund? Jetzt haust du schon Weiber. Komm. Guck die hin. Dies was. Da ist ein schlechter, da ist er quasi. Es riecht wie ein Jauke und sieht auch aus wie ein Jauke. Ihr kocht jetzt eine Jauke vom Fluss. Ihr müsstet ja nicht essen, wenn es euch nicht schmeckt. Haut ab. Bezahlen dürfen wir, ne? Ja, nächste. Nicht so schlecht. Scheiß Spaß ist das. Wenn ihr als arme Schlucker hungert, wenn's Hemd euch durch die Hose blickt, wenn ihr vorm Haus der Reichen lungert und wenn der Frost euch kneift und zwickt, bedenkt, es kann je ihr auf Erden doch nicht ein jeder glücklich werden. Den großen Glück und Herrlichkeit, dem Volke die Zufriedenheit. Friedenheit sei meine Freude, Zufriedenheit sei meine Lust. In meinem Haar, ihr schaden Kleide, erschließt Gefühl in einer Brust. Und bin ich leicht verloren, erdorben, vor Hunger endlich gestorben, so scheint auf aber lustig sind die Herren heute. Habt's nichts zu tun. Wir haben Brotzeit. Die ist jetzt vorbei. Wer sagt denn das? Ich, dein Schachtmeister. Und solche Lieder, die auch nicht singen.
könnte einer falsch verstehen. Das dürfen wir nicht einmal mehr Lieder singen. Doch, doch, bloß solche nicht. Solche nicht aufrührerischen. Habt ihr es dem Hesekiel doch geschworen? Merkt euch das. Und jetzt an die Arbeit. Arschkriecher. Lass die solche Scheißkerle auch zu Schachtmeistern machen. Die haben doch auch nichts mehr zu sagen, die Schachtmeister. Die sind bloß nur die Hund, wofür die Beamten beißen. Der Kerl steht mir schon lang. Komm. Dann beiße ihn halt mir. Genau. Weiter. X, Y, Z. Gut, Mensch, gut, sag, jetzt kannst du das Alphabet. Ja? Dann kannst du lesen. So schwer ist das gar nicht. Vorsicht! Geiger! Was hast du denn? Hinten auf, der muss auf die Beine. Komm, Geiger. Der Krone, der ist krank. Macht ihm das Hemd auf. Wagenkrempel. Was spielst du da beieinander? Geh nach dem Knopf. Victor, habt ihr nichts zu tun, ha? Spiech ihr nicht so auf? Zusammen brauche ich auch. Wieder einer, den die Bahn kaputt gemacht hat. Was hast denn? Hast du was gebrochen? Kopf hat er, schlecht ist am Holz. Wir müssen einen Brunnen bohren. Sonst krepieren wir alle an dieser Drecksbrühe. Bist du am Ende der Doktor oder woher willst du das wissen? Schaffst du ins Lazarett? Sie ist ja immer wieder erfreut, wie du dich um deine Leid kümmerst. Vorsichtig hier. Arschkriecher, verdammter! Ich schreibe also deiner Mutter gestern mit dem Mund, ja? Wo ist denn der Geiger? Hört sie schlecht? Gestern. Wo der Geiger ist? Warum willst du denn das wissen? Der ist nicht im Lazarett. Du bist doch gar nicht um seine Gesundheit besorgt. Du willst ihn bloß abschieben. Kranke gehören ins Lazarett. Das sind die Vorschriften. Also was ist? Ich bin nicht krank. Ich kann morgen wieder arbeiten. Ich will nicht ins Lazarett. So, arbeiten kannst du wieder morgen. Kannst du arbeiten kannst, kannst du jetzt aufstehen. Also steh auf. Na los, zeig mir's. Ich will nicht ins Lazarett. Bitte nicht. Ich kann morgen wieder arbeiten. Aufstehen sollst. Schafft's denn ins Lazarett? Du. Du. Ist was? Ein Arschkriecher bist! Ein Arschkriecher! Ich sag euch, den Johannes müssen wir loswerden. Scharnagel! Krank. Pfister! Krank. Geiger! Krank. Sag mal, wer ist denn noch alles krank? 8 Leute sind krank. Was heißt krank? Wegen dem Wasser, weil wir keinen Brunnen haben. Was hat das mit dem Brunnen zu tun? Wegen dem Wasser, weil es eine Brühe ist und stinkt. Mindestens 30 Leute liegen im Lazarett. Die anderen? Sind Einheimische. Der Fischer ist verletzt und die anderen sind ja nicht erst gekommen. Gib das Buch her. Komm mit. Und was ist mit seinen Leuten? Na los, an die Arbeit, aber schnell! Komm.
Hey, Nickel, hol mal einen Schluck Wasser. Wieso dann? Wenn du Durst hast, hol dir doch dein Wasser selber. Mach schon, du bist der Jüngste. Und red nicht so lange rum. Tu, was er sagt. Seit wann lässt du dein Wasser wohin? Wir wollen mit dir was bereden, was nicht für jede Woche gut ist. Dir stinkt's doch auch da. Was so passiert mit dem Wasser und so. Dass alle krank davon wären. Und mit dem Lohn. Freilich? Du bist der aufrechte Kerle. Und so einen können wir gerade noch brauchen. Ich verstehe gar nichts. Was ist denn? Du willst doch auch, dass das anders wird hier. Ja? Ja, da muss auch was dafür tun. Was? Mit uns auf Nacht mitkommen. Zu einer Versammlung. Zu einer Versammlung? Ja, zu einer Versammlung. Da kommt der Hopf. Der ist ein Punzkerl, sag ich dir. Der sagt uns, wie wir es ändern können. Kommst du mit? Mhm. Aber quassel nicht darüber, mit keinem, verstehst du? Das ist nämlich ihr Heim. Erst wie wir dir wo anschaffet, zusammengeschlagen hin. Erst dann ist das Paradies auf der Erde. Wenn einmal denen, wo schaffet, alles kehrt, dann hat die Schuft rein einen Sinn. Mir, du, ich, er. Mir müssen anschaffen und arbeiten, wie mir arbeiten wollet. Und fressen und saufen, wie mir fressen und saufen wollet. Und alles aufteilen. Alles für alle. Verstorsch! Wer ist da? Kastanienwald. Kommt rein. Mach die Tür wieder zu. Kastanienwald. Die reichen Pilzen werfen euch den Bettelpfennig hin und verachten euch. Sie hängen auf dem Brotkorb so hoch, dass ihr mit euren Kleidern nicht erreichen könnt. Die verfluchten Wolleslinge gehen in feinsten Kleidern umher. Und ihr habt kaum ein Hemd am Leibe. Sie schwelgen mit den Gütern der Natur, an denen ihr dasselbe Recht habt. Denn die Natur weiß das nichts ist von reich und arm. Der ist ein Pfarrer, von der Kirche weg ist. Und der sagt auch, dass wir da bald eine Revolution haben. Dass die Eise bei uns geht. Uns? Ja. Geh. Rettet euch vor dem Feuer. Braucht doch kein Eisenbahn. Brot oder Revolution? Bald kommt die Stunde der Erlösung. Keine Furcht. Kein Erbarmen. Vorwärts. Das Recht ist mit euch. Sagt's! Das Recht ist mit uns! Die Natur ist mit euch! Die Natur ist mit uns! Gott selbst ist mit euch! Gott selbst ist mit uns! Amen! Amen! Steckt die Blätter gut weg und lasst euch nicht damit erwischen. Und gebt's an eure Freunde weiter. Geht's zurück! Los geht's zurück, macht's Platz für den Doktor! Geht's zur Ruhe! Der braucht Hilfe. Das kommt vom Wasser am Fluss. Das ist eine Jauche. Dann muss es einmal gründlich untersucht werden. Ich werde das veranlassen. Das schmeckt doch nachher so. Es muss endlich ein Brunnen geräumt werden, bevor wir alle verrecken. Wie ich gesagt habe, das wird veranlasst werden. Außerdem muss man einmal tüchtig desinfizieren und auch mal entlausen. Also, Henning, sorgen Sie dafür, dass meine Anweisungen ausgeführt werden. Ich wiederhole, was ich schon oft sagte. Sie müssen alle Kranken von hier wegschaffen lassen. Und Sie sollten hier unbedingt eine strenge Razzia durchführen nach Alkohol. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass das, was man im Wasser zuschiebt, in Wirklichkeit die schädliche Wirkung des Alkohols ist. Der ist krank vom Wasser! Bring mir die Flasche. Dieser Schnaps. Wie ich gesagt habe.
Ich hoffe, Sie haben jetzt begriffen, wie notwendig eine Razzia nach Alkohol ist. Der Alfons ist krank, der hat nichts getrunken. Wieso hat er dann eine Flasche mit Schnaps versteckt? Der ist krank vom Wasser! Lass mich durch! Fangen Sie jetzt mit der Durchsuchung an. Jawohl, Herr Doktor. Ihr beiden nach links, ihr nach rechts. Probieren Sie es, Herr Doktor. Geh ja weg damit. Da brauchen Sie nichts untersuchen. Ich war bitte mit diesem Ton. Trinken Sie es. Henning! Sauf! Los! Los, alle, raus! Für euch durchsuchen! Da hinten auch, los, raus mit euch! Macht's ein bisschen schneller! Alles klar! Raus! Raus! So, Scheiße! Ich immer wieder erfreulich, wie du dich für deine Leid einsetzt! Jetzt komm raus! Hast Glück gehabt, dass ich mit den Gendarmen so gut stehe. Sonst hättest du wegen dem Delikt noch eine ganze Weile im Arrest gesessen. Rauswerfen wollten sie dich. Anklagen wollten sie dich, ja? Was willst du von mir? Du tust doch nichts umsonst. Hast du dazugelernt, gell? Wir zwei werden uns schon vertragen. Was willst? Nicht so schnell. Trink mir erst einen bei der Kathi. Gib einen aus. Ich hab keine Zeit, ich muss arbeiten. Hast du erklärt, was die Gendarmen gesagt haben? Seid jetzt, wart halt. Sei nicht zugescheit. Es ist immer besser, wenn du auf der richtigen Seite stehst. Sonst hat sie schneller mal erwischt. Sag endlich, was du willst und red nicht dauernd drum rum. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Lüg nicht. Was ist das? Es sind ein paar hundert die Leute, die das verteilen. Da stehen Sachen drin, wo verboten sind. Sachen gegen den König, gegen die Direktoren und gegen den Landrat Schiefelbusch. Ich kann ja eh nicht lesen. Aber die anderen. Und die können es dir vorlesen. Und das ist verboten. Zeit für einen jeden, der so ein Papier hat. Zahlen sie uns einen Taler. Einen Taler, verstehst? Die Hälfte für dich und die Hälfte für mich. Schaust du dir jetzt ein bisschen um? Es gibt ja einer, einem auch so einen Zettel und einen Strohsack reinlegen. Ein bisschen nachhelfen. Wir sind doch Freund, wir zwei. Wir helfen doch zusammen. Ich weiß nicht. Herrgott, Veit, du kannst jetzt Geld verdienen und mitsamt deiner Frau auf Amerika fahren. Wir wollen gar nicht auf Amerika. Der Amerikaner baut eine Eisenbahn durchs ganze Land. Und seit der Amerikaner deutsche Arbeiter kennt, will er überhaupt keine anderen mehr. Und warum? Weil der deutsche Arbeiter fleißig und treu ist und bei seiner Arbeit bleibt. Und warum, Männer, geht der deutsche Arbeiter nach Amerika? Weil der Amerikaner den doppelten Lohn zahlt. Und, Männer, überall da, wo die Chicago Union Eisenbahn ihre Schienen baut, verkauft sie billiges Land an die Arbeiter. Sodass sich ein jeder nach Belieben dort ansiedeln kann, wenn er nicht mehr bei der Eisenbahn arbeiten will. Im Februar sind wir mit 5 Schiffen gefahren. Alle heil und unversehrt in New York angekommen. Und hier habe ich schon wieder ein halbes Hundert Kontrakte. Noch habe ich Order, gute Arbeitskräfte anzuheuern. Wie lange allerdings die Chicago Union Eisenbahn noch Arbeitskräfte nimmt? Hier unterschreibe ich, und du? Na, ich rate bleib da und aus. Nicht mehr allzu lange zu was er gesagt hat. Möglicherweise. Unterstücke Land. Das großzügige Angebot meiner Gesellschaft bald beendet. Hier, Männer, hier kann unterschrieben werden. Ja, sieht uns aber ein bisschen halt frei, gell? Dein eigener Herr. Wer unterschreibt? Name? Amerika, Melzer. Johannes. Er wird ein Schnaps. Er fährt allein oder mit Familie? Allein. Zum Wohl.
Auf Amerika. Auf Amerika. Platz da! Zur Seite! Jetzt unterschreibt's endlich. Ich habe euch doch gesagt, es ist alles reell vermessen worden. Von den Herren Ingenieuren. Keiner will euch hier betrügen. Ist doch kein Wort. Aber wer nicht unterschreibt, kriegt auch kein Geld. Habt ihr das verstanden? Ich unterschreibe das nicht. 12 Silbergroschen Abschlag waren uns versprochen. Und darauf der Akkord? Das unterschreibt keiner. Wir wollen, dass Geld dort ausgemacht war. Da haben wir ein Recht drauf. Jawohl, genau. Ruhe, habe ich gesagt, oder ich lasse das Lokal räumen. Für 4 Wochen Schufterei. Das ist ein Dreck, das ist ein Hungerlohn. Das wollen wir nicht. Hört zu, Leute, die wollen uns bescheißen. Mach ja was. Nur 10 Silberjoschen am Tag Abschlag. Stieler, nein, geht's nicht dran. Lass reden. Weiter. Und für einen Akkord 3 Silberjoschen. Dann kriegt jeder von uns in 4 Wochen ganze 25 Silberjoschen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Betrug. Das nehmen wir nicht. Wir wollen unser Recht und unser Geld. Und wenn den feinen Herren das da drinnen nicht passt und sie nicht zahlen, dann arbeiten wir nicht. Die Natur ist auf unserer Seite. Das Recht ist auf unserer Seite. Jörg ist auf unserer Seite. Stieler! Ich tät nicht so aufrührerische Reden halten. Leute, überlegt euch das genau. Wenn ihr die Arbeit niederlegt, dann ist es Aufruhr. Und keiner kriegt mehr eine Arbeit bei der Bahn. Glaubt es mir, es ist alles reell vermessen. Von unseren Ingenieuren. Und wenn's nicht mehr ist, dann habt's halt nicht genug gearbeitet. Ruhe! Ruhe! Jetzt hört's endlich auf! Ihr geht's jetzt rein und holt euer Geld. Und ich werde die Herren bitten, dass alles noch einmal vermessen wird, damit keine Irrtümer passieren. Keiner will euch hier betrügen. Und wer nicht zufrieden ist, der kann seine Papiere holen. Dem wird keiner eine Träne nachweinen. Es gibt genug Leute, die Arbeit suchen. Und die sogar für 8 Silbergroschen am Tag arbeiten. Also gebt Ruhe und nehmt euer Geld. Also, da habt ihr es gehört. Die zählen nicht einmal bis 3 und haben eine Handvoll Polacken da, die nur auf eure Arbeit warten. Das Geld nehmen wir nicht. Wir wollen, dass das hier genau vermessen wird. Wo wir dabei sind. Bravo, Stieler, gut gemacht, kommt, Leute. Wäre doch gelacht, wenn wir denen nicht mal zeigen. Aufstellen, aber ein bisschen schnell. Frisier, ihr arbeitet jetzt für die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft. Doch bevor ihr registriert werdet, müsst ihr folgenden Eid leisten. Ich schwöre und gelobe, dass ich seiner Majestät, dem König von Preußen, und als seinem Vertreter, dem Hochwohlgeborenen am Landrat Schiefelbusch, getreu und gehorsam, hold und gewärtig sein werde. Ich werde keinen Tumult oder Aufstand, weder in Schrift, Wort oder Lied, wieder Herrn Landrat anzetteln, sowie jede mir zu Wissen kommende Untat unverzüglich vermelden. So wahr mir Gott helfe. Hey, Polak, warte mal. Was kriegst du am Tag? 10 Silbergroschen. Geht nicht, Polak. Nee, ich tu nicht liegen. So macht es. Da sag schon mal was gegen den Schieß. So steht der Polak da und macht deine Arbeit. So macht es. Was stehst du da rum? Was steht's denn da rum? Steh ich auch bloß rum, oder? Ihr seid alle entlassen, holt eure Papiere. Holt's doch selber, Johannes. Und bringt Stallone auch gleich mit, wo uns nur zustaut. Wir stopfen sind einmal der großes Maul. Lange arbeitet sie alle nicht mehr da. Seht's die Polacken da unten? Für 8 Silbergroschen arbeiten die. Die werfen ja Hebalden aus. 10 kriegt er, hat er gesagt. Dann hat er gelogen. Dann arbeiten wir nicht weiter. Ihr wollt uns scheiße leid. Wir hören auf. Und die Polacken auch. Da machen wir nicht mehr mit. Und wenn sie nicht freiwillig tun, dann nehmen wir die Wald. Leute, das lassen wir uns nicht gefallen. Richtig. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, notiert sie uns völlig und Ohren, wie sie den Gras Spaß macht. Schmeißt die Jagd durch. Hört auf, Stiller.
Das könnt's nicht machen, Leute. Das ist Aufruhr. Du wirst dir schon noch wundern, was mir alles kennt. Bist du drum? Was krieg ich an? Scheiß Hammel! Drecksack. Ja, das hilft uns auch nicht weiter. Ja, ja. Kommt gleich! Hört auf zu arbeiten! Legt euer Werkzeug nieder! Die wollen uns gegeneinander anspulen! 12 Silbergroschen haben sie uns versprochen und 10 haben sie uns bloß gegeben! Und ihr? Ihr kriegt bloß 8! Wir müssen zusammenhalten! Unter 12 Silbergroschen wird nichts mehr gearbeitet! Wir haben aber einen Eid geschworen und einen Vertrag gemacht. Über 8 Silbergroschen. Das andere ist eure Sache. Wir tun weiterarbeiten. Los! Da wird nicht lang geschwätzt. Entweder ihr seid für oder gegen uns! Seid ihr alle total verrückt worden? Geht sofort zurück an eure Arbeit! Aber ein bisschen schnell! Du machst schon! Pack ich mir irgendwann. Ja, helf ich dir! Los, tun wir wieder arbeiten! Erst mit mir, dir, Verwandtschaft, zusammengeschlagen hin. Erst dann ist Paradies auf der Erde. 5 Jahre arbeite ich jetzt bei der Eisenbahn. Und was habe ich? Nix. Die reichen Filzen werfen euch den Bettelpfennig hin und verachten euch. Sie hängen euch den Brotkorb so hoch, dass ihr ihn mit euren Armen nicht erreichen könnt. Wenn ihr mal den, wo schafft, alles geht, dann hat die Schuftrei einen Sinn. Ob du ein Arbeiter bist oder der Schachtmeister, der Depp bist du. Denn die Natur weiß nichts von Reich und Arm. Jeder hat gleiches Recht an allem, was da ist. Nicht einmal für der Frau Glanz. Gerade mal für der Ruhe. Das Recht ist mit euch. Das Recht ist mit uns. Helft euch selbst, wenn euch keiner hilft. Gemäß der Eisenbahnbauarbeiterverordnung der Distrikts- und Lokalpolizeibehörden und im Einvernehmen mit der Bauleitung wird folgende Verfügung erlassen. Alle Festgenommenen und Verletzten der heutigen Ausschreitung sowie alle Arbeiter des Schachtes Melzer sind entlassen. Die frei werdenden Plätze sind unverzüglich durch neue Arbeiter aufzufüllen. Die Festgenommenen werden ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Die Kranken sind sofort zu entfernen. Wer in der Lage und geneigt ist, der Behörde einen Redelsführer zu nennen, kann mit der Wiedereinsetzung auf seinem Arbeitsplatz rechnen. Wir sind entlassen! Wir alle! Die wollen uns zu Verräter machen, aber das wird den Herrschaften nicht gelingen. Was erwartest du von den Feldsäcken da oben? Proletarier! Das ist der Hopf! Tod oder Revolution! Erhebt euch, ihr Armen, überall! Haltet zusammen! Einigkeit macht stark! Der Stock sei eure Waffe! Eure Lumpen seien eure Fahnen! Habt ihr denn nur Zähne, um zu heulen und sie zusammenzuschlagen vor Hunger? Beißt! Beißt damit euren Feinden ins Genick! Aus jedem Loch eurer zerrissenen Kleider blicke ein Dolch! Das ist Aufruhr, Verrat! Steht auf! Majestätsbeleidigung! Das Recht ist mit euch. Die Natur ist mit euch. Gott selbst ist mit euch. Die Natur ist auf unserer Seite. Das Recht ist auf unserer Seite. Und Gott ist auf unserer Seite. Du mach doch endlich etwas. Ich will, dass der Mann aufhört. Ihr Verletzte! Los!
Wie macht's schon? Ihr baut die Eisenbahn, damit sich die Lokomotiven ihre feinen Tuche aus England holen. Ihr macht ihnen weiche Betten, damit sie darin eure Frauen, Töchter, Schwestern für ihre Hurengelüste missbrauchen. Was bleibt euch? Der Hungerlohn, das Latrinenwasser, das verschimmelte Brot, das verfaulte Strohlager, das Gendarmengeschrei, das Schuldgefängnis, das Loch. Proletarier, schüttelt eure Dürrenknochen zum Fluch auf sie. Bildet eine Armee des Proletariats, die Armee der Verzweiflung. Den Anführer, der Hunger. Holt ihn darunter. Euer Kommandant. Bringt den Mann zum Schweigen. Brot. Das ist Verrat. Ist es nicht besser, einen Feind zu zerdrücken und auf seinem Leichnam singen zu sterben, als verhungert Elend zu krepieren wie ein Stück Vieh? Richtig, Hopp. Denkt an Roms Proletarier, die ihre Tyrannen zerfleischt. Mörder! 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 Tunnel, los, komm, da rein! Hört auf, seid ihr verrückt worden? Jetzt weg da! Hört auf! Aufhören! Hier sind wir doch gerade da! Auf diese! So bringt diese Leute zur Vernunft! Und wir machen Armen, die schaffen das doch nicht! Tempelstatuieren, sonst tanzen die uns auf der Nase herum. Halt, nimm mich mit. Warte doch, nimm mich mit. Los, ein bisschen mehr Dampf, damit schneller geht. Los!
Halt, Dolles! Halt, lass mich! Wo ist der Landrat Schiebelbusch? Ich weiß es nicht. Wo ist das Geld versteckt? Ich weiß es nicht. Der Schuss ist aus! Los! Des Königs von Preußen, du bist verhaftet. Am 9. August 1848. Im Namen seiner Majestät des Königs von Preußen ergeht folgendes Urteil. Wegen Landfriedensbruchs, Anstiftung zum Aufruhr und Plünderei werden zu 10 Jahren schwerer Zwangsarbeit in einem preußischen Steinbruch folgende Angeklagte verurteilt. Putz, Maximilian, Schäfer, Franz,
Reisinger Alois, Zeiss Richard, Stengert Peter, Merkel Heinrich, Schmidt Johannes, Kunkelmann August, Zöllner Xaver, Kolb Veit. Das Urteil wird sofort vollstreckt. Gezeichnet von Goslar. Und 10 haben sie uns bloß gegeben. Und ihr? Ihr kriegt bloß 8. Wir müssen zusammenhalten. Unter 12 Silbergroschen werden nichts mehr gearbeitet. Wir haben aber einen Eid geschworen und einen Vertrag gemacht. Über 8 Silbergroschen. Das andere ist eure Sache. Wir tun weiterarbeiten. Los! Da wird nicht lang geschwätzt. Entweder ihr seid für oder gegen uns. Seid ihr alle total verrückt worden? Geht sofort zurück an eure Arbeit! Aber ein bisschen schnell! Du machst schon! Pack ich mir irgendwann. Ja, helf ich dir! Los, tun wir wieder arbeiten! Erst wenn wir die Verwandtschaft zusammenschlagen hin, erst dann ist Paradies auf der Erde. 5 Jahre arbeite ich jetzt bei der Eisenbahn. Und was habe ich? Nix. Die reichen Filzen werfen euch den Bettelpfennig hin und verachten euch. Sie hängen euch den Brotkorb so hoch, dass ihr ihn mit euren Armen nicht erreichen könnt. Wenn ihr mal denen, wo schafft, alles geht, dann hat die Schuft reinen Sinn. Ob du ein Arbeiter bist oder der Schachtmeister, der Depp bist immer. Denn die Natur weiß nichts von Reich und Arm. Jeder hat gleiches Recht an allem, was da ist.
Nicht einmal für der Frau Glanz, gerade mal für der Hohen. Das Recht ist mit euch. Das Recht ist mit uns. Helft euch selbst, wenn euch keiner hilft. Gemäß der Eisenbahnbauarbeiterverordnung der Distrikts- und Lokalpolizeibehörden und im Einvernehmen mit der Bauleitung wird folgende Verfügung erlassen. Alle Festgenommenen und Verletzten der heutigen Ausschreitung sowie alle Arbeiter des Schachtes Melzer sind entlassen. Die frei werdenden Plätze sind unverzüglich durch neue Arbeiter aufzufüllen. Die Festgenommenen werden ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Die Kranken sind sofort zu entfernen. Wer in der Lage und geneigt ist, der Behörde einen Redelsführer zu nennen, kann mit der Wiedereinsetzung auf seinem Arbeitsplatz rechnen. Wir sind entlassen! Wir alle! Ihr willet uns zu Verräter machen, aber das wird den Herrschaften nicht gelingen. Was erwartest du von den Feldsäcken da oben? Proletarier! Das ist der Hopf! Gut! Oder Revolution! Erhebt euch, ihr Armen! Überall! Haltet zusammen! Einigkeit macht stark! Der Stock sei eure Waffe! Eure Lumpen seien eure Fahnen! Habt ihr denn nur Zähne, um zu heulen? Und sie zusammenzuschlagen vor Hunger? Beißt! Beißt damit euren Feinden ins Genick! Aus jedem Loch eurer zerrissenen Kleider blicke ein Dolch. Das ist Aufruhr, Steht Verrat! Auf! Majestätsbeleidigung! Das Recht ist mit euch! Die Natur ist mit euch! Gott selbst ist mit euch! Die Natur ist auf unserer Seite! Das Recht ist auf unserer Seite! Und Gott ist auf unserer Seite! Du mach doch endlich etwas! Ich will, dass der Mann aufhört! Los! Los! Macht schon! Ihr baut die Eisenbahn, damit sich die Lokomotiven ihre feinen Tuche aus England holen! Ihr macht ihnen weiche Betten, damit sie darin eure Frauen, Töchter, Schwestern für ihre Hurengelüste missbrauchen! Was bleibt euch? Der Hungerlohn! Das Latrinenwasser, das verschimmelte Brot, das verfaulte Strohlager, das Gendarmengeschrei, das Schuldgefängnis, das Loch. Proletarier, schüttelt eure Dürrenknochen zum Fluch auf sie. Bildet eine Armee des Proletariats, die Armee der Verzweiflung. Den Anführer der Hunger. Holt ihn darunter. Euer Kommandant. Bringt den Mann zum Schweigen. Brot. Das ist Verrat. Ist es nicht besser, einen Feind zu zerdrücken und auf seinem Leichnam singen zu sterben, als verhungert Elend zu krepieren wie ein Stück Vieh. Richtig, Hopf. Denkt an Rom, Proletarier, die ihre Tyrannen zerfleischt. Mörder! 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 Mörder!
hier. Die Gendarmen, die schaffen das doch nicht. Tempelstatuen, Konstanz, die uns auf der Nase herum. Halt, nimm mich mit. Warte doch, nimm mich mit. Der Schiefel muss kommen. Los, jetzt bin ich wieder bei der Eisenbahn. Der Johannes hat mich zur Eisenbahn gebracht. Der wird schauen, wenn er mich sieht. Der meint ja, dass ich in Amerika bin, weil ich doch vom Örtli, wie der gestorben ist, den Kontrakt geerbt habe und mit dem Schiff auf Amerika wollte. Morgen. Wieder, komm her. Ihr seid also die Neuen. Einige kennt mich ja schon von früher. Die anderen werden mich noch kennenlernen. Also, die ist vor, so. In Bremerhaven haben die Gendarmen geglaubt, dass ich den Örtli umgebracht habe. Und haben mich ins Loch gesperrt. So bin ich halt nicht auf Amerika gekommen. Ich hätte ja gar nicht auf Amerika wollen, aber der Grillebauer, wo ich Knecht war bei uns daheim, der ist auf Amerika ausgewandert. Ich wollte mir bei der Eisenbahn das Geld verdienen, weil ich dem Grille seine Tochter, die Anna, wiedersehen wollte. Franz Zauber, Ditsch Schröding, Goldfeit, Scheible Gustav. Wer bist Goldfeit. Goldfeit. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo der Kolbfeit auf Amerika gefahren ist. Also bist du nicht der Kolbfeit, wer bist du nachher? Ich bin der Kolbfeit. Na, wo bist du es doch, ha? Ja. Und was ist mit Amerika? Nix?
Die Grilles haben es auf Amerika nicht gepackt, weil der Bauer gestorben ist. Wie sie mich aus dem Loch rauslassen haben, da habe ich die Anna gefunden. Im tiefsten Elend. Heiraten hat sie müssen, damit die Familie ein Dach über dem Kopf hat. Da ist mir schlecht gegangen. Dann bin ich heim, aber da ist der Vater gestorben und die Armut war noch größer. Wie wir einen Eisenbahnwagen ausrauben wollten, haben sie den Max erschossen. Dann bin ich zur Lene, seiner Frau, und bin bei ihr geblieben. Die Lene habe ich recht lieb. Und deswegen will ich nicht mehr auf Amerika. Und jetzt müsst ihr dem Herrn Oberingenieur einen Eid schwören. Ich schwöre und gelobe, dass ich seiner Majestät, dem König von Preußen, und als seinem Vertreter, dem hochwohlgeborenen Herrn Landrat Schiefelbusch, getreu und gehorsam, hold und gewärtig sein werde. Ich werde keine Unruhe, Tumulte oder Aufstand weder in Schrift, Rede, Wort oder Lied wieder hochgedachtem Landrat anzetteln und jede mir zu Wissen kommende Untat unverzüglich vermelden. So wahr mir Gott helfe. Hat's das verstanden? Ja. Also dann sagt's. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ein Riesendumm. Den Brocken werden wir sprengen müssen. Los, ab jetzt. Verfluchte Eng. Das hätten sie ein Brunner bauen können. Der Zug braucht halt nicht viel Platz. Mit Schwung, sonst kommen wir am Berg nicht auf. Jetzt schiebt's halt. Los, Niki. Sag mal, Johannes, wenn's keine Marken gibt, wie werden dann der Akkord bezahlt? Es wird alles berechnet, wenn es vermessen ist. Und wann wird vermessen? Das weiß ich nicht. Davon haben sie noch nichts gesagt. Nachher kriegen wir jetzt gar nichts. Ein Abschlag halt, 12 Silbergroschen. Und für einen Akkord? Kommt drauf an. Wie viel? Das weiß ich. Wie er halt hingelangt. Ja, dafür Silbergroschen wird schon gehen. Habt ihr es gehört, Leute? Das waren dann 16 Silbergroschen am Tag. Ja, Herrschaftszeiten, wo steht's denn da, Mann? Los, weiter! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Was ist denn das? Das kenn ich keiner! Fahr zu! Los, weiter! Am Sonntag wieder zu deiner Frau? Die hat ja zum Teufel gejagt. Die hat von der Fabrik drei Kind gekriegt. Lieber keine als so eine. Nicht trinken, du wärst krank davor. Wieso denn? Kann ich nimmst du auch für die Suppe? Aber die kocht's. Recht hat er. Das Wasser ist doch vom Fluss. Ich sag schon immer, dass da ein Brunner her muss. Aber das ist deine Herren zu deinem. Los, dass wir können auch vom Wasser nicht stehen, doch scheißegal. Zeig mal. Maul auf. Gib mir einen Schnaps. Wo tut's denn weh? Ja? Halt, dass mir gut geht. Und ob's dir auch gut geht. Und den Kleinen. Ja, dass ich im Herbst heimkomme zu ihrer, mit einem Sackel voll Geld. Gut so. Und der Nickel. Halt, langsam, das geht nicht so schnell. Klein. Und dass ich im Herbst. Herbst heimkomme. Ja. Zu ihr. Zu Heimkommen ist gut. Heimkommen mit dem Sack voll. Ja. Komm her.
festzustellen. Mensch, Geiger, schmeiß den Glitter hier raus. Voll. Warum stört er dich? Er stinkt. Und Flöhe hat er auch. Hast selber Flöhe. Schickt sie recht gut bei der Arbeit. Komm. Schick. Raus. Na, komm schon. Bei der Arbeit. Und er lasst seine Mutter und den Franz Aschi grüßen. Schöne Grüße auch an seine Mutter. Ich kann nicht mehr. Franz. Ich glaube, dass es ein Segen ist, dass ihr Arbeit bei der Eisenbahn habt. Gute Nacht. Ich schau mich hin. Ja, ja. Schade Arbeit. Der Eisenbahn. Weil es jetzt keinen Hunger mehr gibt. Sag mal, liest ihr das selbst? Na, der Pfarrer halt. Der Pfarrer? Ja, sag mal, sollen wir da nicht was ordentlich Katholisches reinschreiben? Was? Ja, was weiß ich, dass du ein christliches Leben führst und dass du die 10 Gebote hältst. So was hören die Pastörchen immer gerne. Weißt du, dann hat sie doch auch einfacher, weil sie so alleine ist. Oh ja, dann schreib halt sowas rein. Ich führe ein christliches Leben und ich achte die 10 Gebote. Sag mal, ja. Bringst du mir das auch bei? Was? Das Lesen und das Schreiben? Ja, warum nicht? Aber das dauert seine Zeit. Ein bisschen was kann ich schon. Was denn? Kolbfeit und Eisenbahn? Und Amerika. Los mit Schwung, sonst kommen wir am Berg nicht auf. Jetzt schiebt's heute. Los, Niki. Ja, gleich. Zeit, geh mal mit. Was willst du? Mitkommen sollst, da Wasser holen drunten am Fluss. Ich hab jetzt Brotzeit. Hörst doch die Glocken. Brotzeit hast, wenn's ich dir sag. Dein Schachtmeister. Merkst dir. Und jetzt komm. Du könntest auch ein besseres Leben haben da. Du müsst halt ein bisschen tun, was ich dir sag. Ich tue meine Arbeit und aus. Und sei doch nicht so. Ist doch nichts Schlimmes, was ich von dir will. Was willst du? Nichts Besonderes. Jetzt an die Arbeit. Arschkriecher. Lass dir solche Scheißkerle auch zu Schachtmeistern machen. Die haben doch auch nichts mehr zu sagen, die Schachtmeister. Die sind bloß nur die Hund. Wofür die Beamten beißen. Hey, Junge, das steht mir schon lang. Komm, dann beiße ihn halt mir. Genau. Weiter. X, Y, Z. Gut, Mensch, gut, sein. Jetzt kannst du das Alphabet. Ja? Dann kannst du lesen. So schwer ist das gar nicht. Vorsicht! Geiger! Was hast du denn? Hinten auf, der muss auf die Beine. Komm, Geiger. Der Krone, der ist krank. Mach dir das Hemd auf. Wagenkrempel.
Was steht denn da beieinander? Geh nach dem Knopf. Victor, habt ihr nichts zu tun, ha? Spiech ihr nicht so auf? Zusammen brauche ich auch. Wieder einer, den die Bahn kaputt gemacht hat. Was hast denn? Hast du was gebrochen? Kopf hat er, schlecht ist er am Holz. Wir müssen den Brunnen bohren. Sonst krepieren wir alle an dieser Drecksbrühe. Bist du am Ende der Doktor oder woher willst du das wissen? Schaffst du ins Lazarett? Sie ist ja immer wieder erfreit, wie du dich um deine Leid kümmerst. Vorsichtig hier. Arschkriecher, verdammter! Ich schreibe also deiner Mutter gestern mit dem Mund, ja? Wo ist denn der Geiger? Hört ihr Schlechtes? Yes. Wo der Geiger ist? Warum willst du denn das wissen? Der ist nicht im Lazarett. Du bist doch gar nicht um seine Gesundheit besorgt. Du willst ihn bloß abschieben. Kranke gehören ins Lazarett. Das sind die Vorschriften. Also was ist? Ich bin nicht krank. Ich kann morgen wieder arbeiten. Ich will nicht ins Lazarett. So, arbeiten kannst du wieder morgen. Wenn du arbeiten kannst, kannst du jetzt aufstehen. Also steh auf. Na los, zeig mir's. Ich will nicht ins Lazarett. Bitte nicht. Ich kann morgen wieder arbeiten. Aufstehen sollst. Schaffst du ins Lazarett? Du. Du. Ist was? Ein Arschkriecher bist du! Ein Arschkriecher! Ich sag euch, den Johannes müssen wir loswerden. Scharnagel. Krank. Pfister. Krank. Geiger. Krank. Sag mal, wer ist denn noch alles krank? 8 Leute sind krank. Was heißt krank? Wegen dem Wasser, weil wir keinen Brunnen haben. Was hat das mit dem Brunnen zu tun? Wegen dem Wasser, weil es eine Brühe ist und stinkt. Mindestens 30 Leute liegen im Lazarett. Ach, die anderen? Sind Einheimische. Der Fischer ist verletzt und die anderen sind ja nicht erst gekommen. Gib das Buch her. Komm mit. Und was ist mit seinen Leuten? Na los, an die Arbeit, aber schnell! Komm! Hey, Nickel, hol mal einen Schluck Wasser. Wieso dann? Wenn du Durst hast, hol dir doch dein Wasser selber. Mach schon, du bist der Jüngste. Und red nicht so lange rum. Tu, was er sagt. Seit wann lasst du dein Wasser wohin? Wir wollen mit dir was bereden, was nicht für jede Ohren gut ist. Dir stinkt's doch auch da. Was so passiert mit dem Wasser und so. Dass alle krank davon wären. Und mit dem Lohn. Freilich? Du bist der aufrechte Kerle. Und so einen können wir gerade noch brauchen. Ich verstehe gar nichts. Was ist denn? Du willst doch auch, dass das anders wird hier. Ja? Ja, da muss auch was dafür tun. Was? Mit uns auf Nacht mitkommen. Zu einer Versammlung. Zu einer Versammlung? Ja, zu einer Versammlung. Da kommt der Hopf. Der ist ein Pfundskerl, sag ich dir. Der sagt uns, wie wir es ändern können. Kommst du mit? Mhm. Aber quasi nicht darüber, mit keinem, verstehst du? Das ist nämlich ihr Heim. Erst wie mir dir wo anschaffet, zusammengeschlagen hin. Erst dann ist das Paradies auf der Erde. Wenn einmal denen, wo schaffet, alles kehrt, dann hat die Schuft rein einen Sinn. Mir, du, ich, er. Mir müssen anschaffen und arbeiten, wie mir Arbeiter wollet. Und fressen und saufen, wie mir fressen und saufen wollet. Und alles aufteilen. Alles für alle. Verstorsch. Wer ist da? Kastanienwald. Kommt rein.
Mach die Tür wieder zu. Kastanienwald. Die reichen Pilzen werfen euch den Viertelpfennig hin und verachten euch. Sie hängen auf dem Brotkorb so hoch, dass ihr mit euren Namen nicht erreichen könnt. Die verfluchten Wolleslinge gehen in feinsten Kleidern umher. Und ihr habt kaum ein Hemd am Leibe. Sie schwelgen mit den Gütern der Natur, an denen ihr dasselbe Recht habt. Denn die Natur weiß das nichts von dort. Reich und Arm. Der ist ein Pfarrer, von der Kirche weggeht. Und der sagt auch, dass mir da bald eine Revolution habe. Dass die Eise bei uns geht. Uns? Ja. Geh. Rettet euch vor dem Braucht doch kein Eisenbahn. Brot oder Revolution? Bald kommt die Stunde der Erlösung. Keine Furcht. Kein Erbarmen. Vorwärts. Das Recht ist mit euch. Sagt's! Das Recht, Recht ist mit uns! Die Natur ist mit euch! Die Natur ist mit uns! Gott selbst ist mit euch! Gott selbst ist mit uns! Amen! Amen! Steckt die Blätter gut weg und lasst euch nicht damit erwischen. Und gebt's an eure Freunde weiter. Geht zurück! Los geht's zurück, macht's Platz für den Doktor! Geht zur Ruhe! Der braucht Hilfe. Das kommt vom Wasser am Fluss. Das ist eine Jauche. Dann muss es einmal gründlich untersucht werden. Ich werde das veranlassen. Das schmeckt doch nachher so. Es muss endlich ein Brunnen geräumt werden, bevor wir alle verrecken. Wie ich gesagt habe, das wird veranlasst werden. Außerdem muss man einmal tüchtig desinfizieren und auch mal entlausen. Also, Henning, sorgen Sie dafür, dass meine Anweisungen ausgeführt werden. Ich wiederhole, was ich schon oft sagte. Sie müssen alle Kranken von hier wegschaffen lassen. Und Sie sollten hier unbedingt eine strenge Razzia durchführen nach Alkohol. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass das, was man im Wasser zuschiebt, in Wirklichkeit die schädliche Wirkung des Alkohols ist. Der ist krank vom Wasser! Bring mir die Flasche. Dieser Schnaps. Wie ich gesagt habe. Ich hoffe, Sie haben jetzt begriffen, wie notwendig eine Razzia nach Alkohol ist. Der Alfons ist krank, der hat nichts getrunken. Wieso hat er dann eine Flasche mit Schnaps versteckt? Der ist krank vom Wasser! Lass ihn durch! Fangen Sie jetzt mit der Durchsuchung an. Jawohl, Herr Doktor. Ihr beiden nach links, ihr nach rechts. Probieren Sie es, Herr Doktor. Geh ja weg damit. Da brauchen Sie nichts untersuchen. Ich verbitte mit diesem Ton. Trinken Sie es. Henning! Sauf! Los, alle raus! Für euch durchsuchen! Da hinten auch, los, raus mit euch! Macht's ein bisschen schneller! Alles klar! Raus! Raus! Scheiße! Ich immer wieder erfreulich, wie du dich für deine Leid einsetzt! Jetzt komm raus! Hast Glück gehabt, dass ich mit den Gendarmen so gut stehe. Sonst hätt's wegen dem Delikt nur eine ganze Weile im Arrest gesessen.
rauswerfen wollten sie dich. Anklagen wollten sie dich, ja? Was willst du von mir? Du tust doch nichts umsonst. Hast du dazugelernt, gell? Wir zwei werden uns schon vertragen. Was willst? Nicht so schnell. Trink mir erst einen. Bei der Kathi, gib einen aus. Ich hab keine Zeit, ich muss arbeiten. Hast du erklärt, was die Gendarmen gesagt haben? Zeit, jetzt wart halt. Sei nicht zugescheit. Es ist immer besser, wenn du auf der richtigen Seite stehst. Sonst hat sie schneller mal erwischt. Sag endlich, was du willst und red nicht dauernd drum rum. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Lüg nicht. Was ist das? Es sind ein paar unter die Leute, die das verteilen. Da stehen Sachen drin, wo verboten sind. Sachen gegen den König, gegen die Direktoren und gegen den Landrat Schiefelbusch. Ich kann ja eh nicht lesen. Ja, aber die anderen. Und die können es dir vorlesen. Und das ist verboten. Zeit für einen jeden, der so ein Papier hat, zahlen sie uns einen Taler. Einen Taler, verstehst? Die Hälfte für dich und die Hälfte für mich. Schaust du dir jetzt ein bisschen um? Es gibt ja einer, einem auch so einen Zettel und einen Strohsack reinlegen. Ein bisschen nachhelfen. Wir sind doch Freund, wir zwei. Wir helfen doch zusammen. Ich weiß nicht. Herrgott, Veit, du kannst jetzt Geld verdienen und mitsamt deiner Frau auf Amerika fahren. Wir wollen gar nicht auf Amerika. Der Amerikaner baut eine Eisenbahn durchs ganze Land. Und seit der Amerikaner deutsche Arbeiter kennt, will er überhaupt keine anderen mehr. Und warum? Weil der deutsche Arbeiter fleißig und treu ist und bei seiner Arbeit bleibt. Und warum, Männer, geht der deutsche Arbeiter nach Amerika? Weil der Amerikaner den doppelten Lohn zahlt. Und, Männer, überall da, wo die Chicago Union Eisenbahn ihre Schienen baut, verkauft sie billiges Land an die Arbeiter, sodass sich ein jeder nach Belieben dort ansiedeln kann, wenn er nicht mehr bei der Eisenbahn arbeiten will. Im Februar sind wir mit 5 Schiffen gefahren. Alle heil und unversehrt in New York angekommen. Und hier habe ich schon wieder ein halbes Hundert Kontrakte. Noch habe ich Order, gute Arbeitskräfte anzuheuern. Wie lange allerdings die Chicago Union Eisenbahn noch Arbeitskräfte nimmt? Ich unterschreibe alles. Und du? Na. Ich rate dir, bleib da und aus. Nicht mehr allzu lange. Geht, was er gesagt hat. Möglicherweise. Und ein Stück Land. Ist das großzügige Angebot meiner Gesellschaft bald beendet. Hier, Männer, hier kann unterschrieben werden. Ja, sieht uns aber ein bisschen halt frei, gell? Dein eigener Herr. Wer unterschreibt? Name? Amerika, Melzer. Land. Johannes. Amerika, Herr Wirt, ein Schnaps. Der Herr fährt allein oder mit Familie? Allein. Zum Wohl. Auf Amerika. Auf Amerika. Platz da! Zur Seite! Jetzt unterschreibt sie endlich. Ich habe euch doch gesagt, es ist alles reell vermessen worden. Von den Herren Ingenieuren. Keiner will euch hier betrügen. Ist doch kein Wort. Aber wer nicht unterschreibt, kriegt auch kein Geld. Habt ihr das verstanden? Ich unterschreibe das nicht. 12 Silbergroschen Abschlag waren uns versprochen. Und darauf der Akkord? Das unterschreibt keiner. Wir wollen, dass Geld dort ausgemacht war. Da haben wir ein Recht drauf. Jawohl, genau. Ruhe! Ruhe, habe ich gesagt, oder ich lasse das Lokal räumen. Für 4 Wochen Schufterei. Das ist ein Dreck, das ist ein Hungerlohn. Das wollen wir nicht. Hört zu, Leute, die wollen uns bescheißen. Mach ja was. Nur 10 Silberjoschen am Tag Abschlag. Spieler, ja. Nein, geht's nicht dran. Lass reden. Weiter. Und für einen Akkord 3 Silberjoschen, dann kriegt jeder von uns in 4 Wochen ganze 25 Silberjoschen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Betrug. Das nehmen wir nicht. Wir wollen unser Recht und unser Geld. Und wenn den feinen Herren das da drinnen nicht passt und sie nicht zahlen, dann arbeiten wir nicht. Die Natur ist auf unserer Seite. Das Recht ist auf unserer Seite. Jörg ist auf unserer Seite. Stieler. Ich tät nicht so aufrührerische Reden halten. Leute, überlegt euch das genau. Wenn ihr die Arbeit niederlegt, dann ist es Aufruhr. Und keiner kriegt mehr eine Arbeit bei der Bahn.
Glaubt es mir, es ist alles reell vermessen von unseren Ingenieuren. Und wenn's nicht mehr ist, dann habt's halt nicht genug gearbeitet. Ihr geht's jetzt rein und holt euer Geld. Und ich werde die Herren bitten, dass alles noch einmal vermessen wird, damit keine Irrtümer passieren. Keiner will euch hier betrügen. Und wer nicht zufrieden ist, der kann seine Papiere holen. Dem wird keiner eine Träne nachweinen. Es gibt genug Leute, die Arbeit suchen. Und die sogar für 8 Silbergroschen am Tag arbeiten. Also gebt Ruhe und nehmt euer Geld. Also, da habt ihr es gehört. Die zählen nicht einmal bis 3 und haben eine Handvoll Polacken da, die nur auf eure Arbeit warten. Das Geld nehmen wir nicht. Wir wollen, dass das hier genau vermessen wird. Wo wir dabei sind. Bravo, Stieler, gut gemacht. Kommt, Leute. Wäre doch gelacht, wenn wir denen nicht mal zeigen. Alles absteigen und in Zweierreihen aufstellen, aber ein bisschen schnell. Frisier, ihr arbeitet jetzt für die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft. Doch bevor ihr registriert werdet, müsst ihr folgenden Eid leisten. Ich schwöre und gelobe, dass ich seiner Majestät, dem König von Preußen, und als seinem Vertreter, dem Hochwohlgeborenen am Landrat Schiefelbusch, getreu und gehorsam, hold und gewärtig sein werde. Ich werde keinen Tumult oder Aufstand, weder in Schrift, Wort oder Lied, wieder Herrn Landrat anzetteln, sowie jede mir zu Wissen kommende Untat unverzüglich vermelden. So wahr mir Gott helfe. Hey, Polak, warte mal. Was kriegst du am Tag? 10 Silbergroschen. Liegt nicht, Polak. Nee, ich tu nicht liegen. So macht es. Da sag schon mal was gegen den Schiss. So steht der Polak da und macht deine Arbeit. So macht es. Was steht's denn da rum? Steh ich auch bloß rum, oder? Ihr seid alle entlassen, holt eure Papiere. Holt's doch selber, Johannes. Und bringst den Lohn auch gleich mit, wo uns nur zusteht. Wir stopfen sind einmal der großes Maul. Lange arbeiten sie alle nicht mehr da. Seht's die Polacken da unten? Für 8 Silbergroschen arbeiten die. Die werfen ja Hebalden aus. 10 Glück, da hat er gesagt. Dann hat er gelogen. Dann arbeiten wir nicht weiter. Ihr wollt uns scheiße leid. Wir hören auf. Und die Polacken auch. Da machen wir nicht mehr mit. Und wenn sie nicht freiwillig tun, dann nehmen wir die Wald. Leute, das lassen wir uns nicht gefallen. Richtig. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, na, zieht sie uns Felle von den Ohren, wie sie den Gras Spaß macht! Schmeißt ja, ja, das machen wir. Auch stiller! Das könnt ihr nicht machen, Leute! Das ist Aufruhr! Du wirst dir schon noch wundern, was mir alles kennt. Bist du drüben? Ja, los, Griecher! Scheiß Hammel! Drecksack. Das uns auch nicht weiter. Kommt gleich! Jetzt sag schon. Naja, was halt so geredet wird bei euch. Warum wusstest du das wissen? Bloß so halt. Es ist immer gut, wenn man was weiß. Und es soll der Schaden nicht sein. Ist auch nichts Böses. Ich tue meine Arbeit und aus. Das ist aus dem Flussholz und kein Brunnengramm. Angst haben sie halt, dass sie krank werden von der Drecksbrühe. Nein. Oh. Kommst nicht mit mir auf Amerika. Ich gehe im Herbst. Nach Chicago. Chicago? Nein, nimmer. Mensch, Veit.
Das wäre was. Wir wären ja gut gespannt. Wir täten es packen. Hey, das wäre doch was. Wir in Chicago. Ich nimmer. Na, was ist? Seid's fertig. Kommt's raus. Irgendein Weib. Weiber gibt's da drüben auch. Die hat mir nichts gemacht. 5 Jahre arbeite ich jetzt bei der Eisenbahn. Was hab ich? Nix. Gerade das zum Fressen und zum Saufen gelangt. Nicht einmal für eine Frau gelangt's. Gerade mal für eine Uhr. Ob du ein Arbeiter bist oder ein Schachtmeister, der Depp bist immer. Na, mir halt da nichts mehr. Ich gehe auf Amerika. Ja, dann nicht verändert. Ich hab's euch doch gesagt. Niemand will euch betrügen. Das ist doch bloß ein Abschlag jetzt. Was ist hier los? Was hast du? Ich will mein Geld. Wir wollen das Geld, das uns versprochen wurde. 12 Silberjoschen am Tag als Abschlag. Da hat man abgezogen 2 Silberjoschen für die Logie und 5 für die Kosten. Jetzt hört's doch auf, ihr kriegt schon euer Geld. Und wann? Ja, wann? Wann? Verspreche durch viel. Bei der Endabrechnung. So viel, wie ihr gearbeitet habt, so viel Geld kriegt ihr auch. Du gibst uns bloß 10 Silbergroschen. Und 6 Silbergroschen ziehst uns für die Kost wieder ab. Nicht 5. Das ist doch bloß ein Abschlag jetzt. Da kriegt's halt nachher bei der Endabrechnung mehr raus. Das macht doch nix. Das ist wie ein Sparkass. Verloren geht euch doch nix. Und was ist mit der Kost? Ja, dafür kann ich nix. Da ist der liebe Gott schuld. Wegen der Missernten. Es wird einmal alles teurer. Da geht's runter ins Dorf und fragt's die Bauern. Das Brot ist teurer geworden, Kartoffeln sind teurer geworden und das Korn, wegen der Missernten. Logis ist aber gleich geblieben. Da könnt ihr doch sehen, dass die Eisenbahn euch nicht betrügen will. Also geht's her und unterschreibt's, was ihr als Abschlag gekriegt habt. Ihr habt es gehört. Also führt euch ruhig und ordentlich auf und nehmt euer Geld. Scheible, Gustav. Unterschreib. Scheible, Gustav, hier. Unterschreib hier. Noch ein Plakholzfeit. Was kriegt man? Für 14 Tage Abschlag macht 140 Silbergroschen. Abzüglich 28 für Logis, 84 für Kost, 7 Schachtmeistergeld, 2 Krankenkassengeld und 7 fürs Werkzeug. Macht zusammen 128 Silbergroschen. Bleibt den Rest von 12 Silberjoschen. In deiner Haut möchte ich mitstecken, Johannes. Wenn du uns halt auch gelungen hast. Nur macht's ein bisschen schneller. Soll ich noch was schreiben? Mhm. Naja, der Ding geht. Ja, schreib's halt, dass ich gesund bin und. Die Kost sollte halt weiterhin hierher schicken. Sie kennen so sonst. Na, Alfons. Wie wär's? Ach, ich weiß nicht. Ach, komm, gib auch etwas. Da. Gut. Ja, nimm's. Also, viel Glück ich probier's. Bleib ruhig sitzen. Wer ist denn mit uns zwei? Doch, mein Freund. Mit deiner Freundin. Wir zwei. Ja, wir kommen gleich wieder. Alfons, komm, wir gangen. Ja. Es klappt. Möchtest du das auch mal probieren, hä? Kümmer dich doch mal um unseren Johann. Um einen Nicky. Hä? Na, weil du gut bist. Soll ich noch was schreiben? Ja. Ja, schreib halt. Geh noch. Die war draußen auf dich. Ach, geh zu, die tut dir schon nichts. Aber das macht. Ja. Ich mag nicht.
Ich hab schon, was ich brauch. Ja, nix hast. Wart's wieder bis im Winter, bis du was kriegst, ha? Ein Geizkragen bist. Ein Schisser. Frisst nix, saufst nix, backst nix. Was machst du mit deinem Geld, ha? Was der Weib das jetzt versorgen musst, ha? Die sagt dir schon, was machen musst. Oder sparst doch auf Amerika. So einer wie du kommt nie auf Amerika. Wenn einer hinkommt, dann ich. Ich friss, was ich mag. Und ich backe Weib, was ich mag. Und auf Amerika. Da geh ich grad. Kathi? Willst du es nicht da mal probieren? Ha? Lass es liegen! Heb's auf! Heb's auf! Aufheben sollst du es. Das gehört dir. Bist schon Hund? Jetzt haust du schon Weiber. Komm. Guck die hin. Dies was. Da ist schlecht, oder ist er quasi? Es riecht wie ein Jauke und sieht auch aus wie ein Jauke. Ihr kocht jetzt eine Jauke von Plus oder? Ihr müsstet ja nicht essen, wenn es euch nicht schmeckt. Haut ab. Bezahlen dürfen wir, ne? Ja, nächste. Nicht so schlecht. Scheiß Spaß ist das. Wenn ihr als arme Schlucker hungert, wenn's Hemd euch durch die Hose blickt, wenn ihr vorm Haus der Reichen lungert und wenn der Frost euch kneift und zwickt, bedenkt, es kann je ihr auf Erden doch nicht ein jeder glücklich werden. Den großen Glück und Herrlichkeit, dem Volke die Zufriedenheit. Zufriedenheit sei meine Freude, Zufriedenheit sei meine Lust. In meinem Haar, ihr Schatten leide, erstieß Gefühl in meiner Brust. Und bin ich leicht verloren, erdorben, vor Hunger endlich angestorben. So scheint aufs Jahr mir groß und breit, der Kerlschaft an Zufriedenheit. Aber lustig sind die Herren heute. Habt's nichts zu tun. Wir haben Brotzeit. Die ist jetzt vorbei. Wer sagt denn das? Ich, dein Schachtmeister. Und solche Lieder, die dir auch nicht singen. Könnte einer falsch verstehen. Das dürfen wir nicht einmal mehr Lieder singen. Doch, doch, bloß solche nicht. Solche aufrührerischen. Habt ihr es dem Hesekiel doch geschworen? Merkt euch das.